Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin wieder in 1648er Krieg. Wir werden sie für euch besiegen, mein Kaiser. Ja, das ist auch euer Job. Ui. Ja, gut, das... Dieser Tag gehört dem Reich. Auf in die Schlacht. Das kriegt der Herr Lenz bestimmt hin. Das ist zwar einer der wahrscheinlich der besten polnischen Generäle, die sie noch haben, aber... Ich denke, die polnische KI denkt sich im Nachhinein auch, verdammte Scheiße, warum habe ich dem auch einen Haufen Gebiet verkaufen müssen? Das war im Nachhinein nicht so die glanzvolle Idee. Also die meisten Gebiete habe ich ja gekauft von den Polen. Einheiten! Auf meinen Befehl warten! Das größte Problem, das ich bei meiner Armee sehe, ich habe zu wenig Piken. Das sind zu viele Schützen. Ja, Säcke! Diese Säcke! Verdammte Kosaken. Sobald das Tor auf ist, gibt's aufs Maul, das glaubst du. Unsere Männer haben das Tor mit dem Rambock erreicht! Ja,
Hätten die mich draußen auf dem offenen Feld angegriffen mit dieser Armee, die hätten mir übelste Verluste zufügen können. Sehr gut! Das Tor ist aufgebrochen! Unsere Soldaten haben die Mauern des Feindes eingenommen! Die Schlacht läuft gut für das Reich. Bleibt stark und der Feind wird besiegt werden. Das ist eine ganz hervorragende Lanzenreiterei. Und sie greifen jetzt in eine enge, dicht geballte Pikenträger an. Da gibt's nur einen passenden Kommentar. Männer, heute Abend gibt's Lasagne für alle. So viele Pferde. Ui, die schicken noch mehr Pferde. Polen-Litauen hat bei 1648 meines Wissens nach mit die beste Kavallerie zur Auswahl. Die sie auch immer wieder nachgespawnt bekommt als Event an diesen östlichen Grenzen, weil der Großteil von Polen-Litauen liegt ja gar nicht auf der Karte von 1648, deshalb bekommen die ständig neue Truppen aus dem Osten. Ja. Deshalb langfristig wird das eine der stärksten Fraktionen, wenn man denen Zeit gibt, sich aufzubauen, weil die permanent halt hervorragende Truppen gespawnt bekommen. Thank you.
Deshalb, wenn man Preuße spielt, wie ich jetzt mittlerweile auch weiß, sei schlau, bau deine Wirtschaft auf, halt die Füße still und kauf den Polen die Gebiete einfach ab. So gut es halt geht. Unsere Männer gewinnen die Schlacht. Wenn wir so weitermachen, ist der Sieg unser. Heute gibt's Pferd für alle heute Abend zum Abendessen. Pferdewurst, Pferdeschnitzel, Pferdesteak, Pferde süß-sauer, Pferde mit Minzsoße, für alle Söldner aus allen Ländern gibt's was. Nur noch die Hälfte der feindlichen Streitmacht ist übrig! Ja, aber meine Regimenter haben auch ganz schön geblutet, muss man dann mal festhalten. Die Kavallerie von ihnen ist sehr gut und sie haben einen hervorragenden General, die werden nicht fliehen und das wird noch ganz schön heikel, weil ich habe zu wenig Piken in dieser Armee. Das war ja auch eigentlich eine Armee, die in Thorn, glaube ich, dann, beziehungsweise immer weiter sich nach Süden gearbeitet hat, von Stadt zu Stadt, immer als Garnisonsarmee. Die sollten ja eigentlich nur ein paar Piken haben, um das Tor zu halten, der Rest soll auf den Mauern stehen, runterschießen. Deshalb halt diese Schützen mit der großen Entfernung hier, die Preußen und eben die Bogis. Die ja auf dem offenen Feld komplett nutzlos sind, aber als defensive Armee, als Truppe in den Städten gar nicht verkehrt auf der Mauer. Wobei ich im Nachhinein denke, ich hätte diese Jäger begrenzen sollen in der Rekrutierung, dass man nur ganz wenige davon rekrutieren kann. Das ist ja eine Einheit, die es in dem Sinn Mitte 17. Jahrhundert einfach gar nicht mehr gab. Klar, der ein oder andere hat noch einen Bogen benutzt für die Jagd, deshalb sind sie auch Jäger, aber als Kriegswaffe war das komplett obsolet in dieser Zeit schon. Die Armbrust war ja schon kaum noch wirklich effektiv vorhanden. Hier bei den Rüstkammern der Städte war die Armbrust noch da, aber der Bogen, den kann man knicken.
Ein Feind des Reiches liegt tot zu unseren Füßen! Oder? Keiner kann bestreiten, dass wir die Sieger dieses Tages sind. Sehr schön. Hat zwar ganz schön gekostet letztlich, aber das war eine ziemlich starke Feindarmee. Im offenen Feld wäre die echt fies gewesen. So haben wir sie schön niedergemetzelt. Hier stellt sich niemand entgegen. Wir haben diese Länder gewaltsam übernommen. Ich würde ja sagen, wir... Genau, hier haben wir es. Das ist eine der Provinzen, in der immer wieder polnisch-litauische Truppen aufploppen. So, ich würde sagen, der gute Lenz, der bleibt da drin und guckt, dass er seine Truppen wieder auf Vordermann bekommt. Weil der Sapir wird wahrscheinlich anmarschiert kommen. Und dann hält er jetzt einfach mal hier die Stellung. Ich würde sagen, Cut, nächster Rundenwechsel und dann schauen wir mal. Bis gleich. Tschüss.